Hey ho und willkommen zu God of War 3 Remastered. Ich hoffe, es gefällt euch, wie ich bei den Gegnern einfach mal spontan auf der Kauleiste Klavierspielen über, voller Wut, Hass, Gewalt und ähnlichem. Und dann geht's auch schon los. Okay, ich bin mit runtergesprungen, das war jetzt nicht so schlau. Okay. Kann ich an dem Ding hochklettern? Kann ich? Warte mal, ich bin mal neugierig. Hier war ich schon. Achso, das ist oben. Hier kam ich aber noch nicht hin. Ah ja. Ich glaube, hier geht's weiter. Unten ist wahrscheinlich nur Lesen oder so. Das heißt, wir gehen zurück. Oder einfach nur ein Lootraum. Muss ich die Hände eigentlich alle besiegen? Ich glaube nicht. Was kriegen wir hier? Ne, Phönixfeder. Und Punkte. Ja, denn die alle hier zu besiegen, das dürfte stressig sein. Besonders die an der Decke und so. Okay, bin ich so gierig drauf? Bis jetzt wirkt es so, als wäre ich so gierig drauf. Ich treffe das Ding nicht. Okay, die anderen kann ich nicht anvisieren, interessanterweise. Whoa!
Okay, ich bin nochmal neugierig, ob es da irgendwas extra gibt. Wenn ich hier alle Hände entferne. Ah. Okay. Okay, und den nehmen wir noch mit. Und dann nehmen wir noch den mit. Und als Bonus gibt es absolut nichts. Lohnt sich also nicht, kann ich das nächste Mal ignorieren. So, weiter geht's. Weiß ich ja nun Bescheid. So, hallo. Gib mal Leben. Danke. Na, wir nehmen natürlich jede Kiste mit. Ob wir sie jetzt unbedingt brauchen oder nicht, ist jetzt erst einmal Nebensache. Hey. Aus der Kiste. Vielen Dank. Die Tiefen des Tartarus. Die versenkten Lande erstrecken sich so weit das Auge reicht. So ist das in Ordnung. Wenn es halt einfach stehen bleibt, dann kann man das wenigstens lesen. Deine Bahnen werden nie enden. Au! Ich will ihn, ich will ihn. Ja? Ja, ja. Ja, so will ich das sehen. Okay, da muss aber noch so einer sein. Ja, dachte ich mir. Au. Au. Komm, jetzt gibt's aber richtig einen auf den. Schön. War nett. Hat Spaß gemacht. Die Minotauren wären mir trotzdem fast lieber gewesen, weil die geben Leben. So. Da unten ist auch Leben. Also bis jetzt ist eigentlich gut verteilt. Was war hier oben? Achso. Das waren nur Lampen. Nehmen uns das Leben natürlich mit. Mhm.
Ich würde behaupten, das Tor ist zu. Was da hängt, sieht interessant. Oh, hallo. Der ist aber groß. Die Schmiede. Und das ist dann wohl der Schmied. Weg mit dir. Ich sage doch, ich habe teuer bezahlt. Beruhige dich, Schmiedegott. Geist Spartas? Hephaistos. Du bist es. Sieh mal an. Ich dachte, Zeus hätte dich längst umgebracht. Ich habe gedacht, du wärst längst dieser Höhle entflohen. Zeus hat mich zwar eingesperrt, doch wegen dir muss ich in Qualen leben. Ich habe dir nichts getan, Hephaistos. Ich verfolge nur einen Olympia. Na, solange es nur ein Olympia ist. Ich suche das Feuer des Olymps. Weißt du etwas davon? Was willst du damit, Spartaner? Das ist allein meine Sache. Sag schon, kennst du das Feuer? Alle wahren Kinder des Olymps kennen es. Wir alle respektieren seine Macht. Doch sein verlockendes Glühen ist trügerisch. Weder Mensch noch Gott kann die tödliche Flamme berühren. Ich will es nur finden. Falls du einen Weg aus der Unterwelt findest, findest du sicherlich auch den Weg zum Feuer des Olymps. Du hast mir sehr geholfen, Hephaistos. Was macht denn der jetzt? Echt jetzt? Bastelt er da? Ja, macht halt seinen Job. Es ist schon bemerkenswert putzig. Ja gut, jetzt wiederholt sich's, ne? Ja, genau. Okay. Es gibt zwei Richtungen. Ah, hier gibt es einen Speicherpunkt. Sehr schön. Was macht das? Okay. Komme ich hier irgendwie hoch? Sieht nicht so aus. Mhm. Hier ist halt Wasser. Was ist hier? Eine Kiste. Nur, Entschuldigung. Wieder ein Gorgonenauge. Sehr gut. Das Bild des Gottes Hades schmückt die verschlossene Tür. Nun gut. Dann sind wir natürlich, bevor wir dann offensichtlich unten lang gehen. Ich denke mal, dass da oben ist ja wieder ein Shortcut. Den kriegen wir aber erst noch. Da ich nicht wüsste, ich wüsste auch nicht, wie ich da oben an den Stein rankomme. Ich kann ihm auch nicht auf die Finger hauen. Na gut. Speichern wir. Okay. Ja, du fummelst mal da weiter rum. Ich gehe in der Zeit mal runter und guck mir mal an, was hinter dem Tor ist.
Den nehmen wir natürlich mit. Ah ja. Das wird bestimmt schön. Ihr wollt jetzt noch nicht aufwachen? Oh! Au! 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 Na, so nicht! Okidoki. Hundis tot. So, hier war eine Kiste. Vielen Dank. Wie sieht's eigentlich aus? 7000, um die aufzuwerten. Okay. Und Bogen 2500. Bringt halt erhöhten Schaden. Ja. Okay. Okay. Warte halt. Ah. Gut. Ich komme da nicht hin. Ist das hier nur ein Lootraum? Sieht sehr danach aus. Ich kann ja auch nichts tun. Da muss ich bestimmt hin. Und dann wachen bestimmt auch die Dudes auf. Okay. Ihr wollt nicht aufwachen. Okay. Das akzeptiere ich. Und freue mich teils darüber. Denn es hätte anstrengend werden können. Nehmen wir alles mit. Dann nehmen wir auch alles mit. Ah, noch mehr. Die gehen gleich hoch. Kratos? Woher kennst du mich? Du bist der Geist Spartas. Jeder weiß, wer du bist. Jeder hat Angst vor dir. Das hat seine Gründe. Ich fürchte dich nicht. Gut, dass du keine Angst hast, Kind. Angst ist eine große Bürde. Ich bin kein Kind, Kratos. Ganz egal, was du nun bist. Ich habe etwas zu erledigen. Kratos, bitte. Du musst mich befreien. Die Suche nach Freiheit ist auch eine große Bürde. Ich kann dir nicht helfen. Ein neues Schwert. Klinge des Olymps lässt Gegner den Zorn der Klinge spüren, die den großen Krieg beendet hat. Die Klinge des Olymps ist wieder in deinem Besitz.
Lass Spartas Rage deine Klinge stärken. Ja, ganz gut, die Rage. Da sitzen ein paar Wachhunde. Okay, da soll ich hin. Ah, die kann ich auch deaktivieren. Das ist cool. Ah, hier war ich doch schon mal. Ihr seid mir zu riskant, meine Freunde. Okay. Ich werde aber natürlich den nochmal nutzen. Okay, hier haben sie mir auch wieder aufgefüllt oder dahingestellt. Ich kann mich jetzt nicht so ganz erinnern. So, Hundis. Kommt mal runter, meine Freunde. Jetzt gibt es Schläge. Ja, das ist gut. Das ist auch gut. Ah, ich muss die Köpfe einzeln erledigen. Ja, Kopf 2. Sehr schön. Auch. Okay, nehmen wir erstmal deinen Kopf. Sehr schön. Und dann nehmen wir deinen letzten Kopf. Sehr schön. Ah, das tut weh. Aua! Jetzt hör doch mal auf mit diesem Mist. Komm, Kopfchen ab. Sehr schön. Und ab mit deinem Kopf. So. Das ging sogar ganz gut, muss ich sagen. Ich kann verstehen, warum Zeus von dir angetan war, Kratos. Du bist ein fähiger Krieger. Das ist gar nicht so falsch. Na komm, streng dich ein bisschen an. Ja. Sind doch da.
Okay. Oh, was haben wir denn hier? Notiz einer gequälten Seele. Ja, dass ich hier flehe. Was? Ich flehe an deinen Toren. Habe Gnade mit mir. Ich bin nicht all das geworden, was du wolltest. Sind meine Schulden nicht beglichen? Wie lange muss ich auf Rettung warten, die niemals kommt? Es wird ein Gott, während ich verrotte und leide. Ach, er wird ein Gott. Lass mich frei, damit ich Rache üben kann. Nett. Ich hätte mir die Heilung aufheben sollen. So. Komm, pressen. Mhm. Palast des Hades. Willkommen, Spartaner. Komm rein. Mach es dir bequem. Dieses Mal bleibst du für immer